Wir verzeihen dir das alles, weil jetzt kriegst du wirklich eine neue Aufgabe. Und die ist ziemlich schwierig, weil sie kommt vor Anja Zeidler wieder eine Challenge. Wir schauen uns an, was sie für dich parat hat. Hi Anthony, schon wieder eine Woche rum. Und du kommst in deiner Aufgabe im Marathonlauf immer näher und näher und näher. Und ich bin richtig stolz auf dich, wie du Fortschritt machst. Ich habe diese Woche wieder eine Challenge für dich. Das Mal geht es um Arm, nämlich um den Trizeps. Und ich habe folgende Übung, wo du in einer Woche musst auf die Beine stellen musst. Und zwar ist das eine Übung, die alle eigentlich nachmachen können. Das ist eine Übung, die man daheim gut machen kann. Man braucht nur ein kleines Böckli oder einen Stuhl. Ich zeige dir gerade, was deine Aufgabe ist. Und zwar nimmst du dir einen Stuhl und machst Folgendes. Wichtig ist dabei, dass deine Ellbogen hier schön eng zusammennimmst, also Hände schön eng zusammen. Ellbogen nicht hier auf der Seite raus, sondern hinten raus. Plus, deine Beine hast gestreckt. Das hier ist für Anfänger, machen wir nicht. Das. Dann mit dem Füßchen hier eng beim Stuhl runter. Mit aufrechtem Rücken, nicht immer hier so runterkommen, sondern so. Brust raus, ja. Freut mich sehr, dass ich. Einschnaufen. Ausschnaufen. Total 100 Stück von denen. Wenn du Pause machen musst dazwischen, musst du Folgendes machen. Du kennst schon von deiner letzten Challenge, oder? Das ganze Joyce-Team mitgemacht hat. Also 100 Trizeps-Tipps bitte. Wenn du eine Pause brauchst, 10 Jump'n'Checks und gleich weiter. Viel Spass! Oh, das sieht nachher doch ziemlich harte Challenge aus, Tony. Aber ich glaube, wir haben schon gesehen, du kannst es. Wie viel es denn schaffst, werden wir sehen. Jetzt ist leider schon wieder fertig mit Fit mit Anthony. Es gibt es nächste Woche wieder und dann findet raus, wie sich der Tony geschlagen hat. Danke Rahel fürs Dasein und die Gewinner von diesen Gucci kriegen noch ein Mail. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.